Hey Leute, nachdem mein letztes Video doch tatsächlich Klickzahlen im zweistelligen Bereich hat, dachte ich mir, warum nicht weitermachen, warum nicht weiterhelfen? Sofern ich euch helfen kann, bin ich natürlich gern dazu bereit. Und deswegen habe ich mir heute ein Thema rausgesucht, das vermutlich viele beschäftigen wird, und das sind Champions, die automatisch ausweichen können. Wir alle kennen das, wenn wir im Krieg oder in normalen Quests gegen Nightcrawler, Spider-Man und seine Kumpels kämpfen müssen. Kann es doch recht oft Nerven kosten und auch Champions. Deshalb habe ich heute mal meine allgemeinen Tipps und auch ein paar spezifische Tipps für die Champions für euch zusammengefasst, in der Hoffnung, dass ich euch helfen kann, dass ihr euch nicht aufregen müsst, wenn ihr das Spiel spielt und einfach Spaß dran habt und die Gegner für euch gar kein Problem mehr darstellen. Wir sprechen heute über ein paar Champions, und zwar geht es im. Ja, geht es spezifisch um Nightcrawler, Spider-Man, den kosmischen Spider-Man, Miles Morales, Black Widow, Ultron, Ultron Classic, Spider-Man Stark Enhanced, Quake, Spider-Gwen, Moon Knight und Mordo. Das sind, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle Champions, die automatisch ausweichen. Falls ich jemand vergessen habe, dann, ja, ist halt blöd so. Kann ich dann leider jetzt auch nichts machen. Ich werde erstmal meine allgemeinen Tipps dazu sagen und dann werden wir auf ein paar Champions spezifisch eingehen, nicht auf alle. Ich werde zu allen kurz was sagen, aber wir werden uns nicht mit jedem mehrere Minuten aufhalten. Das würde den Rahmen von dem Video sprengen. Sonst schaut es doch eh keiner an, wenn es 20 Minuten geht oder so. Mein erster allgemeiner Tipp, und das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann, Iceman. Iceman ist mit Abstand der beste Champion gegen Gegner, die automatisch ausweichen. Sobald und solange Kälteeinbruch aktiv ist, können die Gegner einfach nicht ausweichen. Wenn ihr es richtig timet und ihr ein bisschen aggressiv spielt, dann könnt ihr mit seiner ersten Superkraft immer Kälteeinbruch auf dem Gegner haben. Das heißt, der Gegner kann nie ausweichen und Gegner wie Spider-Man werden dadurch einfach nur ein Boxsack. Da könnt ihr einfach reinprügeln und den ohne Probleme aus dem Leben schießen. Abgesehen von Iceman, den ja leider nicht jeder hat. Wäre ja auch langweilig, wenn jeder die gleichen Champions hätte. Abgesehen davon könnt ihr alle Champions verwenden, die die defensive Fähigkeitengenauigkeit der Gegner verringern. Wichtig ist hier die defensive Fähigkeitengenauigkeit, da Ausweichen eine defensive Fähigkeit und keine offensive Fähigkeit ist. Aber es gibt nicht so viele Champions im Spiel, die die offensive Fähigkeitengenauigkeit verringern. Der einzige, der mir jetzt so spontan in den Kopf kommt, ist Civil Warrior, aber den wertet ihr vermutlich eh nicht auf. Daher ist es nicht unbedingt wichtig. Gute Champions dafür sind Archangel mit seinem Neurotoxin. Wie immer, Archangel ist einfach ein Tier. Black Widow hat das als duplizierte Fähigkeit, das heißt, ihr müsst das Signaturlevel möglichst weit oben haben. Crossbones verringert die Fähigkeitengenauigkeit, wenn ihr viel Wutbuffs habt. Elektra verringert die Fähigkeitengenauigkeit, wenn ihr einen Debuff auf dem Gegner habt. Karnak hat das entweder mit seinem Volltreffer nach der Superkraft 1 oder die Superkraft 3 verringert die Fähigkeitengenauigkeit um 80%. Cable Superkraft 2 verringert die Fähigkeitengenauigkeit um 90%, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn eure Quen-Pool dupliziert ist, dann verringert ihr die Fähigkeitengenauigkeit mit jedem Schlag. Also mit je höher eure Combo, desto niedriger die Fähigkeitengenauigkeit. Es gibt vermutlich noch einige mehr, das sind aber die offensichtlichsten und die besten Champions, sage ich jetzt mal so. Es gibt trotzdem noch ein paar Dinge, die ihr beachten könnt, wenn ihr wirklich keinen dieser Champions dabei habt und ihr irgendwie auf Spider-Man oder einen seiner Kumpels trefft. Es gibt ein paar Dinge, die werde ich jetzt euch sagen. Das sind Sachen, die ich persönlich rausgefunden habe, die mir sehr geholfen haben. Das erste ist, ihr wollt keine 5 Schläge in eurer Combo machen. Ihr wollt maximal 4 Schläge machen, da der fünfte Schlag. Also, es ist so, wenn ihr den fünften Schlag gemacht habt, ist eure Combo vorbei. Das heißt, der Gegner kann euch angreifen. Wenn ihr jetzt mit dem fünften Schlag zuschlagt und der Gegner weicht aus, dann kann euch direkt wieder angreifen. Es gibt einen Bug im Spiel, da können manche Champions, also Nightcrawler, Spider-Man, Ultron sind da jetzt die bekanntesten, auch während eurer Combo, also wenn sie dem dritten, vierten Schlag ausweichen, können sie direkt wieder zuschlagen. Das sollte nicht so sein. Es lässt sich leider nicht verhindern. Also wie gesagt, benutzt maximal 4 Schläge in eurer Combo und weicht dann zurück und dann startet die nächste Combo.
So, wenn ihr euch ganz unsicher seid und ihr wirklich damit gar nicht klarkommt, dann pariert den Gegner und macht einfach 2 bis 3 Schläge. Je nachdem, ob ihr Story- oder Allianzkrieg spielt. Im Allianzkrieg kann es sein, dass der Gegner die Meisterung hat, dass Lähmungseffekte verringert werden. Dann nur 2-mal zuschlagen. In Story könnt ihr normalerweise, bekommt ihr 3 Schläge rein. Solange der Gegner betäubt ist, kann er nicht ausweichen. Also dann spielt es einfach langsam, spielt es einfach sicher. Es ist besser, wenn der Kampf ein bisschen länger geht, als wenn euer Champion am Ende tot ist. Gut. Ein weiterer Tipp ist, nutzt Champions, die Schaden über Zeit verursachen. Kombiniert das mit Punkt 2. Also benutzt zum Beispiel X23, Wolverine, Drax, Gwenpool. Lauter Champions, die Schaden über Zeit verursachen können. Da reicht es, wenn ihr pariert, dann haut ihr 2-3 Mal drauf. Ihr macht eure Blutung drauf, die Blutungen ticken weiter, egal ob der Gegner ausweicht oder nicht, die Blutungen ticken immer weiter. Der Kampf wird länger dauern, aber ihr seid auf der sicheren Seite. Ihr müsst weniger oft angreifen, ihr verringert das Ausweichpotenzial, der Gegner tickt einfach runter. Und ein letzter Tipp, der wirklich wichtig ist, kämpft in der Mitte der Arena. Ich weiß, dass viele Spieler den Gegner einfach an die Wand drücken und immer drauf prügeln. Das Ding ist, wenn ihr mit dem Rücken zur Wand steht, habt ihr keine Möglichkeit, nach hinten auszuweichen. Ihr könnt die Fähigkeiten trotzdem ausweichen, ist aber persönlich, also ich persönlich finde es sehr schwierig. Vielen anderen wird es vermutlich ähnlich gehen. Also, und wenn der Gegner mit dem Rücken zur Wand steht und ausweicht, dann kann er nicht nach hinten weg. Wenn Gegner automatisch ausweichen, gibt es euch etwas Raum, also der weicht nach hinten aus und ihr habt ein bisschen Zeit, darauf zu reagieren, was er jetzt tut. Wenn der Gegner aber schon direkt an der Wand steht, dann kann er nicht nach hinten weg. Das heißt, er ist direkt in Nahkampfreichweite und kann euch einfach ins Gesicht boxen. So, das sind jetzt 4 Sachen, die mir persönlich sehr viel helfen, wenn ich gegen solche Champions treffe. Wir werden jetzt aber noch kurz auf die Champions im Einzelnen eingehen. Nightcrawler werde ich jetzt als erstes erwähnen, weil er das größte Problem für viele Spieler ist. Nightcrawler hat 2 Phasen. Das ist zum einen der Draufgänger-Modus und zum anderen der Neafem-Modus. Zu Beginn des Kampfes ist er im Neafem-Modus, da hat er eine Chance, dass er ausweicht pro Schlag. Die beste Möglichkeit, Nightcrawler zu besiegen, ist die Phase zu wechseln. Er wechselt die Phase, wenn er zurückweicht und blockt. Und wenn er den Block hält, dann seht ihr einen kleinen Timer, der unter seiner Lebensleiste läuft. Wenn der Timer abgelaufen ist, hat er die Phase gewechselt, dann ist er im Draufgängermodus. Im Draufgängermodus kann er nicht automatisch ausweichen. Das ist die einfachste Möglichkeit, wie ihr Nightcrawler besiegen könnt. Es funktioniert aber nicht immer. Das braucht ein bisschen Übung. Ansonsten, wenn er in seinem Neafem-Modus ist, dann benutzt die 4 Tipps von oben. Kämpft langsam, spielt langsam, pariert und greift dann an, spielt das Ganze ruhig und sicher. Wichtig ist außerdem, wenn Nightcrawler im Neafem-Modus ist und sein erstes Special einsetzt, erhöht sich die Chance, dass er ausweicht. Ihr seht so einen kleinen Buff unter seiner Lebensleiste. In der Zeit greift ihr am besten gar nicht an. Einfach parieren, ausweichen, spielt das Ganze ruhig, spielt es sicher, ansonsten habt ihr ein Riesenproblem. Das Ausweichen mit das Phasenwechseln, Nightcrawler braucht ein bisschen Übung. Wenn Nightcrawler dupliziert ist, wechselt er die Phase schneller. Also ist wichtig, wenn er dupliziert ist, könnt ihr, wenn ihr seht, er blockt, 4 Schläge drauf machen, die Phase ist gewechselt. Wenn er nicht dupliziert ist, kann sein, dass ihr 5 Schläge braucht. Nach dem 5. Schlag kann er euch angreifen. Das heißt, es kann passieren, dass ihr gerade die Phase gewechselt habt. Ihr freut euch wie ein Schneekönig, weil ihr es geschafft habt und er prügelt euch einfach aus dem Leben. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten, auch hier hilft immer Iceman, Archangel, alle Champions, die ich oben erwähnt habe, sind wunderbar gegen Nightcrawler. Der zweite Gegner, der den meisten Leuten vermutlich ein bisschen Ärger bereitet, ist Spider-Man. Spider-Man kann ausweichen, wenn er dupliziert ist. Je höher sein Signaturlevel ist, desto höher ist die Chance, dass er ausweicht. Hier habt ihr keine Möglichkeit, das Ausweichen abzustellen, wie bei Nightcrawler, indem ihr Phase wechselt, sondern ihr habt einfach nur die Möglichkeit, die Fähigkeitengenauigkeit zu verringern mit den erwähnten Champions, mit Iceman oder mit Champions, die Volltreffer können, wie zum Beispiel Karnak oder Cable. Spider-Man ist ein Kampf, den ihr wirklich langsam angehen müsst. Es hilft ungemein, wenn ihr es schafft, Spider-Man immer auf sein Special 2 zu drücken. Das erste ist nämlich sehr schwer auszuweichen, vor allem nach den Änderungen am ersten Special im Ausweichen. Daher wirklich ein Kampf, parieren und einfach 2-3 Mal draufhauen und wieder weg. Spielt es langsam, spielt es sicher.
Der nächste Gegner ist der kosmische Spidey, also der Symbiont. Der bekommt, wenn er dupliziert ist, einen Ausweichbuff, wenn er eine Superkraft eingesetzt hat. Die einfachste Möglichkeit, wie ihr das umgehen könnt, ist entweder, wenn er ein Special eingesetzt hat, ihr weicht aus, oder ihr lasst ihn gar nicht erst zu seinen Specials kommen und benutzt Gegner mit Kraftentzug. Das funktioniert ganz gut, wenn ihr es komplett negieren könnt. Das Ding ist, ihr müsst aufpassen, wenn ihr gegen einen kosmischen Spidey kämpft und er seinen Ausweichbuff hat und euch immer in Block haut, er bekommt ja trotzdem, oder wenn ihr ihn angreift, er bekommt ja trotzdem Energie, und dann müsst ihr gucken, dass er nicht direkt wieder ein Special hat und dass dann praktisch immer ihr dann in so einem Kreislauf seid, dass immer wieder den Ausweichbuff hat. Das ist ein bisschen schwierig, da müsst ihr einfach drauf achten, lasst den Buff auslaufen und danach könnt ihr wieder angreifen. Der nächste Gegner ist ein anderer Spider-Man, Miles Morales. Miles hat am Anfang vom Kampf 5 Spinnensinne-Aufladungen. Das habe nicht ich so gesagt, das steht so in seinen Fähigkeiten. Das hört sich schrecklich an, aber naja. Er hat 5 zu Beginn und jedes Mal, wenn ihr eine Superkraft einsetzt, bekommt er 2 dazu. Das heißt, ihr könnt in dem Fall auch entweder wieder einen Champion verwenden wie Iceman oder irgendeinen anderen der vorher genannten und das Ganze einfach ignorieren. Oder ihr schaut einfach, dass ihr ihn immer angreift, schaut, dass er alle seine 5 Ausweichen Buffs weg hat und dann einfach keine Specials einsetzen. Wenn ihr keine Specials einsetzt, er hat keine Aufladungen mehr, dann ist er überhaupt kein Problem. Dann ist es super einfach auszuweichen, seine Specials sind oder seine Superkräfte sind ultra leicht auszuweichen, dann stellt Miles Morales gar kein Problem dar. Ich erwähne jetzt noch kurz Black Widow. Black Widow, weil sie eben momentan noch der Boss ist in Karte 3. Black Widow hat einfach eine 3% Chance auszuweichen. Da könnt ihr nicht viel dagegen machen. Das Ding bei Black Widow ist, es fühlt sich manchmal an, als wären es 90%. Spielt's langsam, spielt sicher, keine 5-Hit-Kombos oder ihr benutzt einfach wie die oben genannten Champions. Ein anderer Spider-Man, den wir noch erwähnen sollten, und der letzte Spider-Man, ist der Stark Enhanced Spider-Man, also der Sparky. Der hat eine 3% Chance auszuweichen. Und wenn seine KI aktiv ist, dann erhöht sich die Chance um 60%, also bekommt er 60% dazu. Das heißt, was ihr machen wollt, ist, bevor ihr eine Superkraft einsetzt, schaut einfach, dass ihr die KI deaktiviert. Das funktioniert entweder, wenn ihr einen kosmischen Champion habt und ihn einfach schlagt, oder wenn ihr einen schweren Schlag benutzt. Also einfach, bevor ihr eine Superkraft einsetzt, einen schweren Schlag einsetzen, die KI wird deaktiviert, ihr setzt eure Superkraft ein und er weicht dem Ganzen nicht aus. Das kann natürlich trotzdem passieren, da einfach immer drauf schauen. Okay, dann haben wir noch Mordo. Mordo hat astrales Ausweichen, wenn er angegriffen wird, während er betäubt ist. Mordo ist ein Boss in Karte 5, deswegen erwähne ich das Ganze. Es ist nicht wirklich schwer. Einfach, wenn ihr pariert, nicht angreifen. Das ist alles, was ihr bei Mordo beachten müsst. Normalerweise benutzt Mordo seine Specials sehr gern. Wenn er seine Kraftzufuhr hat, dann könnt ihr einen schweren Schlag einsetzen. Da greift er normalerweise nicht an. Das heißt, Mordo ist nicht wirklich ein Problem, aber ihr solltet halt drauf achten. Was bei Mordo gut funktioniert, ist, wenn ihr Captain America oder Ant-Man habt, dann könnt ihr, wenn die machen einen Ermüdungsbuff auf den Gegner, wenn der aktiv ist, könnt ihr Mordo parieren und angreifen, ohne dass was passiert. Für den Fall, dass ihr Captain America oder Ant-Man aus welchen Gründen auch immer in euren Missionen mit dabei habt oder in der Allianz-Mission. Spider-Gwen funktioniert original wie der kosmische Spidey. Wenn sie ihr Special 1 einsetzt, also ihre erste Superkraft, bekommt sie einen Ausweichbuff, dann einfach das Aussitzen, nicht angreifen, und das war's auch schon. Quake erwähne ich noch kurz, weil Quake ein bisschen seltsam ist als Gegner. Wenn Quake ihren schweren Schlag auflädt, dann weicht sie dem ersten Schlag, den ihr macht, aus. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr da nicht direkt von ihr dann ins Gesicht bekommt. Das heißt, im Optimalfall sollte Quake ihren schweren Schlag gar nicht aufladen können, weil ihr sonst die Debuffs von ihr bekommt, aber das ist was, worauf ihr achten solltet. Schaut, dass ihr da dann vorsichtig angreift. Ich erwähne noch Moon Knight. Moon Knight hat eine 5% Chance, wenn Neumond aktiv ist. Moon Knight ist ein bisschen kompliziert mit seinen Mondphasen. Da müsst ihr einfach darauf achten, welche Mondphase gerade aktiv ist. Wenn es Neumond ist, 5% Chance auszuweichen. Ist ziemlich nervig, aber da kann man dann auch nicht viel gegen machen. Dann gibt es noch Ultron. Ultrons Ausweichen ist absolut zufällig. Ich habe wirklich keine Ahnung, welche Chance das hat. Es kursieren unterschiedliche Zahlen im Internet, aber ab und zu weicht aus, ab und zu nicht. Es passiert einfach. Der große Nachteil an Ultron ist, ihr könnt Archangel nicht einsetzen, da er nicht blutet und nicht vergiftet werden kann.
aber die anderen Champions funktionieren relativ gut. Und der letzte Champion, den ich erwähnen möchte, ist Ultron Classic. Dem begegnet ihr nicht oft, aber manchmal seht ihr ihn in einer Mission. Ultron Classic hat alle 7 Sekunden einen Ausweichbuff. Das heißt, alle 7 Sekunden wird er ausweichen. Er wird der nächsten Fähigkeit ausweichen, die ihr einsetzt. Also entweder ihr zählt 7 Sekunden oder ihr hofft, dass es irgendwie funktioniert. Das müsst ihr entscheiden, wie ihr es macht. Er ist nervig zu kämpfen, aber wenn ihr mal das so ein bisschen drin habt, dann ist es auch kein Problem. Wichtig ist, Ultron Classic bekommt den Ausweichbuff, auch wenn er betäubt ist. Das heißt, im Optimalfall, ihr pariert einfach alle 7 Sekunden, dann haut ihr drauf, dann geht der Ausweichbuff wieder weg. Also er muss der Fähigkeit nicht ausweichen, um den Buff zu verlieren, sondern es muss nur eine Fähigkeit eingesetzt werden gegen ihn. Ja, das waren die Champions, die mir jetzt so aufgefallen sind. Der wichtigste Tipp wirklich, den ich jetzt einfach, ich kann es nicht oft genug wiederholen, wenn ihr gegen solche Champions kämpft, ist, kämpft langsam, kämpft kontrolliert, pariert lieber und greift an, wenn die Gegner betäubt sind. Nehmt es langsam, wirklich nicht einfach nur wild drauf loshauen, das funktioniert nicht, das wird euch Champions kosten, das wird euch im Allianzkrieg, wird es euch Heilseherin kosten, also kämpft langsam, wirklich konzentriert euch da, achtet darauf, wenn der Gegner ausweicht. Ihr seht das ja, wenn zum Beispiel bei Nightcrawler, wenn die Wolke kommt, oder bei Spider-Man steht der Ausweichen dran, wenn er nach hinten ausweicht. Weicht lieber selber direkt zurück, achtet darauf, schaut wirklich auf den Bildschirm, seid da konzentriert, schaut es euch an, weicht direkt aus und spielt langsam. Nichts überstürzen, nicht einfach rein. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr darauf aufpasst, dann werden die Champions wirklich einfacher, dann kommt ihr damit besser klar. Ein großes Problem werdet ihr haben, sobald die Gegner immun gegen Betäubung sind. Da habe ich auch immer noch meine Probleme damit. Da hilft euch nämlich kein Parieren, da hilft euch, Archangel hilft schon. Archangel ist immer noch super, ihr müsst nur anders spielen. Wenn die Gegner immun gegen Betäubung sind, dann müsst ihr das Ganze noch langsamer spielen. Dann achtet darauf, dass ihr mit Archangel, ihr könnt nicht unbedingt schwere Schläge einsetzen, es sei denn, ihr timet es richtig nach deren schweren Schlägen ohne Specials. Ihr müsst da wirklich drauf aufpassen, wenn die Gegner immun gegen Betäuben sind, dann spielt es noch viel langsamer. Das ist wirklich der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann. Ich hoffe, dass es irgendwie was hilft. Ich hoffe, dass das Video für euch wenigstens ein bisschen informativ war und ihr euch nicht denkt, wow, das sind Sachen, die ich eigentlich schon weiß. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, über was ich noch reden soll, über was ich hier mit meinem Halbwissen eure Zeit vergeuden soll, dann haut's einfach raus, schreibt's in die Kommentare. Ich freue mich drüber, vielleicht kann ich helfen, vielleicht nicht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag, Leute, haut rein.